Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige dir in diesem zweiten Teil, wie ich diese kurze Videosequenz geschnitten habe. Ich habe im ersten Video gezeigt, wie ich das Projekt erstellt habe, die Videoclips importiert habe und jetzt einen Rohschnitt gemacht habe. Und ich habe jetzt da meine Szenen auf der Timeline grob geschnitten, also in etwa das, was ich später im Film verwenden möchte. Und ich werde jetzt in diesem Teil die Clips in der richtigen Reihenfolge hintereinander schneiden und einfach mit dem Projekt weiterfahren. Wenn du meine Videos gesehen hast für die Vorbereitung dieses Films, dann weißt du, wie ich jetzt vorgehen werde. Und zwar, der Film besteht ja aus Fahrszenen mit diesem Auto und Szenen, wo da dieser Junge läuft. Und ich werde jetzt das abwechselnd so machen, dass man dann später sieht, dass die aufeinandertreffen. Und ich beginne mit Szenen, die etwas länger sind, sodass der Film dann gegen den Schluss immer schneller wird. Und beginnen werde ich mal mit dieser ersten Szene. Das ist ja die, wo der Junge da aus dem Haus kommt und man so, also eine Eröffnungssequenz, und wo man sehen kann, um was geht es überhaupt in diesem Film, haben diesen Jungen, der da ein Smartphone in der Hand hat. Und dann kommt direkt als also eine Autofahrszene. Und da habe ich eine genommen, die halt einfach von der Länge her etwas länger ist, wo man das Auto etwas länger sieht. Das wäre zum Beispiel diese da. Da fährt das Auto so durch. Und dann kommt wieder eine Sequenz, wo man diesen Jungen durchs Bild laufen sieht. Das wäre zum Beispiel diese da. Die ist relativ lang. Das ist auch etwas, wo man ihn noch lange sieht. Und dann kommt wieder eine Autofahrszene. Ich denke, das müsste diese sein. Man sieht ja auch schon an den Längen der Clips, welche etwa nacheinander kommen. Und ich mache das jetzt absichtlich, dass ich da diese Abstände habe, weil es einfach einfacher ist, jetzt diese Sequenz zusammenzuschneiden. So, also es war diese. Und dann kommt wieder der Junge. Und ich muss kurz schauen, welche Sequenz das ist. Ich glaube, das müsste diese da sein, genau. Da läuft er durch. Die genaue Länge dieser Clips sagt noch nichts aus darüber, wie lang die Sequenz dann später im Film sein wird. Ich sehe einfach jetzt, welche Sequenz in etwa wie lang ist. Und dann kommt wieder eine Autofahrszene. Ich denke, das müsste diese da sein. Genau. Dann kommt wieder der Junge, der da durchs Bild läuft. Wahrscheinlich diese da. Genau. Das war jetzt falsch. So, ich muss da die Sequenz nehmen und da hinpflanzen. Genau, dann kommt wieder eine Autofahrszene, nämlich vom Innenteil. So, ein Stück. Und dann nochmals eine Autofahrszene, zum Beispiel diese da. Die ist jetzt im Verhältnis natürlich viel zu lang. Die werde ich dann massiv noch kürzen. So, und dann kommt wieder der Junge. Das ist dann diese Sequenz, wo er da ganz vor, ja, also wenig das Bild läuft. Also du siehst, da bin ich mit der Kamera weit entfernt, darum dauert diese Szene auch länger. Und da bin ich natürlich näher an ihm dran, darum geht das auch viel schneller. Und dann kommt wiederum das Auto. Das ist dann die ganz am Schluss. Die brauche ich dann am Schluss, wo ich auf ihn treffe. Ich habe nämlich von dieser Sequenz hier, mache ich mal eine Kopie und füge diese wieder ein. Ich habe da etwas später von diesem Clip etwas verwendet. Das spielt nicht so eine große Rolle. Das ist einfach so eine Durchfahrtssituation, habe ich etwas genommen. Und dann kommt diese Sequenz. Also ich bin da im Auto drin. Dann kommt der Junge, der da Richtung Straße läuft. Und dann kommt wiederum das Auto. Muss ich kurz schauen, welche Situation das ist. Das ist dann direkt diese da, genau. Also da geht er auf die Straße nach rechts. Und da kommt dann die Situation, wo es eigentlich da zum Unfall kommt, also vorbereitend. Dann, was ist da? Ja, genau, das ist noch, da bin ich außerhalb, also quasi nicht im Auto drin gesessen, sondern habe die Kamera in die Hand genommen und bin auf ihn zugegangen. Und das ist dann die Sequenz ganz kurz, bevor er da aufwacht, bevor er da hochschießt. So, und ich habe jetzt den Film in der richtigen Reihenfolge zusammengeschnitten, also auch in einer, ja, noch Rohfassung.
das könnte man noch nicht anschauen, das stimmt noch überhaupt nicht. Die dauert jetzt auch 1 Minute 40, das sehe ich hier unten. Und der ganze Film, der dauert jetzt noch eine ganze Minute zu lang. Also wenn ich den jetzt abspiele, dann finde ich, kann man den noch nicht richtig anschauen, weil es sind einfach die Szenen noch viel zu lang. Der geht da weg und da siehst du, das Auto ist noch nicht ganz im Bild und verschwindet da. Das ist in etwa gut. Aber da sind die Szenen einfach viel zu lang. Und das wirkt natürlich auch noch nicht ohne die Musik. Das kommt dann alles noch dazu. Ja, die sind viel zu lange. Also es ist effektiv so, ich habe das gemessen bei meinem fertig geschnittenen Film. Die längste Szene ist 6 Sekunden lang. Und wenn es dann schnell hart auf hart geht, geht es runter bis zu einer halben Sekunde bzw. eine Sekunde. Und darum wird diese Länge erreicht. Und was ich jetzt mache ist, ich gehe jetzt Schritt für Schritt diese Sequenzen durch und werde einfach schauen, dass die von der Länge gut sind, beziehungsweise werde einfach nochmals rausschneiden, was es nicht wirklich braucht. Und es geht jetzt darum, dass ich den Grobschnitt habe und einfach versuche, etwas feiner zu werden. Und darum muss ich halt den Film ein paar Mal durchschauen und einfach entscheiden, ist die Szene noch zu lang oder ist die ja, kurz genug. Das ist eigentlich sehr gut vom Anfang. Da geht er weg und sobald er aus dem Bild ist, kann ich da schneiden, aber das ist schon in der Länge relativ gut, da brauche ich nichts weiteres zu machen. Und dann kommt diese Autofahrszene und das dauert mir etwas zu lange, also die ganze Szene, die kann ich noch etwas runterkürzen. Ich nehme da am Anfang etwas weg, wo man das Auto schon etwas sieht. Ja, und ganz kurz bevor es verschwindet, kann ich es auch schon wegschneiden. So, ich nehme da noch ein Stück raus. Und was ich machen muss, ist halt immer wieder die Übergänge schauen und das auf mich wirken lassen. Wie sieht das aus, diese ganze Szene? So, dann kommt die nächste Sequenz. Da ist wiederum, dass der Junge durchläuft und es muss nicht unbedingt sein, dass der erst ins Bild reinkommt. Es kann gut sein, dass der vielleicht da schon da vorne ist. Wenn ich das also ziemlich rigoros wegschneide. So. Und auch da etwas kürze, einfach vom Gefühl her. Weil sonst warte ich da ewig lange, bis der da durchläuft. Und interessieren tut das eigentlich niemanden. Es soll ja einfach so sein, dass man merkt, aha, der läuft da in irgendeine Richtung. Ist vielleicht gut so. Dann kommt wieder diese Autofahrszene. Und das reicht eigentlich, wenn das Auto so weit fährt. Der ganze Rest braucht man nicht. Außer ich hätte diese Videoaufnahme früher genommen, dann wäre das natürlich, ja, hätte man das länger brauchen können. Und ich nehme jetzt da nicht, wo das Auto weg ist, sondern wo es halt schon ein wenig drin ist. So. Und wenn du dich wunderst, dass ich da in diesem Modus schneide und nicht in dem Modus, wo der Clip automatisch nachgezogen wird. Ich mag das einfach besser, dass ich das, ich muss zwar mehr klicken, aber man könnte jetzt den Modus ändern, sodass die Lücke, die da entsteht, automatisch geschlossen wird. Ich mache das aber nicht. Ich werde da lieber schneiden. Du kannst selber den anderen Modus nehmen. Ich bin mir den halt einfach gewöhnt von professionellen Videoschnittprogrammen. Und ich muss dann später keine Angst haben, dass ich irgendwo Asynchronitäten habe, wenn da die Lücken automatisch geschlossen werden. So, also ich bin jetzt da schon relativ kurz mit diesen einzelnen Szenen und ich werde da einfach weiter so schneiden, dass die Szenen immer etwas schneller werden. Also schneller nicht schneller abgespielt, sondern schneller oder ja, einfach kürzer im Zusammenschneiden. So. Dann kommt wieder eine Autofahrszene und da werde ich wirklich nur den Teil verwenden, wo man das Auto sieht. Es ist mir wichtig, dass da nicht einfach Landschaftsszenen sind, wo gar nichts sich bewegt, weil das versteht man nicht. Also dann fragt man sich, ja, sieht man jetzt den Jungen oder sieht man das Auto? Und du siehst, ich habe da schon ziemlich viel rausgeschnitten. Und das ist auch gut so. Das braucht natürlich
etwas Übung, um sehen zu können, ob das wirklich gut ist, ob das wirkt. Ich meine jetzt, das ja, sieht gut aus. So, bis dahin. Dann von der Autofahrszene brauche ich wirklich nur sehr wenig. So, also ich sollte nicht, was ich nicht machen darf, ist von den Szenen immer kürzer werden und dann kommt auf einmal irgendeine riesenlange Autofahrszene. Das wirkt einfach sehr schlecht. Darum die Clips, die sollten gerade in diesem Film sollten sich die irgendwie angleichen in der Geschwindigkeit. So, da ist wiederum so eine Durchfahrszene und da reicht es auch, wenn das Auto schon etwas im Bild drin ist. Da bin ich halt näher mit der Kamera am Auto dran und darum wird diese Szene automatisch kürzer. Da muss ich gar nicht groß rausschneiden, um kürzer zu werden. Dann kommt noch einmal eine Szene, da diese da. So, und dann kommt, jetzt kommt es ja dann langsam Richtung Autounfall. Da müssen dann die Szenen wirklich ganz kurz sein, damit das wirkt. Also das alles ist noch viel zu lang hier. So, und jetzt, ich werde mal einfach schauen, wie das so auf mich wirkt. Ich muss das natürlich mehrmals abspielen, um überhaupt zu sehen, ob ich da von der Geschwindigkeit der Clips irgendwo in, ja, einem guten Feld bin oder ob ich das jetzt komplett falsch geschnitten habe. Ich finde, man kann das nicht technisch mit der Länge schneiden. Man muss das immer wieder anschauen, schauen, wie wirkt das auf mich. Sonst geht das nicht. Und vor allem dann auch mit der Musik zusammen. Ich finde das jetzt etwas trocken oder schwierig zu beurteilen, ob das gut ist so. Also ich muss dann ganz sicher mit der Musik noch einmal über den ganzen Film gehen und entscheiden, ob das gut ist von der Länge. So, also ich bin jetzt da sehr kurz geraten mit den Clips. Da geht es natürlich nicht, dass da so eine lange Situation ist, sondern ich nehme jetzt da gerade, endet das, wo er direkt da zum Bild rausgeht. Und einfach etwas vorher. So. Dann kommt da die Sequenz, wo ich da am Smartphone rumfummle. Da muss viel raus. Und bevor er sich dreht, also ich stehe da ja noch nicht mal ganz, hatte Angst natürlich gehabt, dass ich ihn umfahre, obwohl ich gebremst habe. Ich musste dann natürlich Auto fahren, das Handy fallen lassen und auf ihn achten. Aber bevor er sich da dreht, muss ich unbedingt schneiden. Und auch, wenn er da so reinkommt, ich würde da nicht zu lange warten, weil man soll erkennen können, als Zuschauer, dass da dieser Junge ist. Also wenn ich da zu weit zurückgehe, dann sieht man das nicht. So, und jetzt kommt die Szene, wo ich auf ihn zugegangen bin, aber da brauche ich wirklich nur noch den ganz letzten Schluss, wo ich da in ihn hinein treffe oder anremple. Das ist dann wirklich eine ganz kurze Sequenz und die muss auch gleich wieder weggeschnitten werden, sodass man als Zuschauer nicht merkt, dass da, dass das ohne Auto gefilmt wurde. So, und dann kommt die Sequenz, wo er aus dem Traum erwacht. Und da muss, gerade wenn er so hoch schießt, schneide ich das. So. Dann kann ich ja das Schnaufen, also bevor er beginnt zu lachen, kann ich dann ja so lang lassen, wie ich das gerne haben möchte. So, und jetzt habe ich eine ganze Minute rausgeschnitten. Ich speichere das einmal ab. Und zwar speichere ich das mit dem Index 2 ab. Ich spiele es einfach mal ab, um zu sehen, wie das auf mich wirkt. Beziehungsweise nur den letzten Teil. Ja.
Also das wirkt natürlich alles noch nicht so gut, wie wenn es dann mit Musik und Übergangseffekt ist. Aber im Prinzip habe ich jetzt da diesen Feinschnitt gemacht, also von Rohschnitt zum Feinschnitt. Und du siehst, in diesem Film gibt es noch diverse Probleme. Also der Junge, der läuft jetzt da von links nach rechts im Bild und das Auto ebenfalls. Im Film soll es eben so sein, dass das Auto von rechts nach links fährt, um so zu wirken, als die dann irgendwann aufeinandertreffen. Und ich habe das schon in einem anderen Video erklärt. Ich habe das eigentlich komplett falsch gefilmt, aber auch durch Spiegelungsfunktion kann ich das ändern, sodass dann das richtig kommt. Und was ich auch machen muss, ich muss noch an der Helligkeit und dem Kontrast etwas arbeiten und die Musik hinzufügen und natürlich dann diesen Schlussübergang hinzufügen. So, aber das war jetzt vom Grobschnitt zum Feinschnitt und im nächsten Video geht es dann weiter.